Hey Leute, heute gibt es wieder ein neues Checkexperiment für euch und ich bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch auf dem Weg zu einer Turnhalle in Unterföhring. Hier treffe ich gleich Benedikt, der ist Turner und Turntrainer, macht krasse Sachen am Reck, am Sprung, am Barren. Mal gucken, was passiert. Benedikt hat als Turner schon viele Wettkämpfe gewonnen. Sein Lieblingsgerät? Die Ringe. Was leicht aussieht, kostet in Wahrheit richtig viel Kraft. Als Trainer will er es nächstes Jahr mit seiner Mannschaft bis in die Bundesliga schaffen. Hallo. Hi Bene. Hi Tobi. Grüß dich. Mega fette Halle hier, super. Ja, schon, oder? Toll. Ist ganz cool. Sollen wir erstmal Tisch aufbauen? Ja, machen wir direkt. So, und du bist Turner, ne? Ich bin Turner und Trainer. Zeig mal was. Ja, klar. Wenn du nachmachst, bin ich sofort dabei. Klar, ich habe früher auch mal geturnt. Ich kann es versuchen, aber es ist eine Weile her. Ja, kein Problem. Probier mal. An welches Gerät gehen wir? Ich würde sagen, an den Barren. So, dann zeig mal. Aber mach nichts, was zu schwer ist, bitte. Na toll, ey. Sowas habe ich echt ewig nicht gemacht. Alter, krass. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das noch hinkrieg. Gut. Also in Handstand schwingen, ja? Ja, klar. Ja. Guck mal. Bitzenmäßig. Ha. Ja, richtig gut. Gut, ne? Ja, ich nehme dich als Turner. Ich komme gern vorbei. Aber sag mal, was machen wir denn heute für ein Experiment? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber und schauen uns das gemeinsam an. Okay, sehr gern. Ja, wir haben dir hier in 5 Meter Höhe eine Glocke aufgehängt, auf die dieser schöne rote Pfeil zeigt. Ja. Und deine Aufgabe ist es, an dieser Glocke zu läuten. Also die Glocke, wo der Pfeil da drauf zeigt, oder was? Richtig. Ja, du, das kann ich. Wenn die Leiter ja schon da steht, mach ich schnell. Ja, ganz so einfach mache ich es dir nicht. Die Leiter nehmen wir jetzt weg und du darfst das Ganze ohne Leiter versuchen. Ach komm. Wir bauen die Leiter weg. Aber schaffen wir das zu zweit? Ich denke nicht. Dann, Jungs, helft mal bitte mit. Dann können wir das machen. Ja, die Leiter bleibt dort draußen. Mhm. Du darfst aber alles benutzen, was wir hier in der Halle haben. Okay, Besorgungsliste heute. Alles, was ich in der Turnhalle finden kann. Einzige Bedingung, du musst mit der Hand an die Glocke kommen und sie läuten. Darfst nichts danach werfen, darfst keine Verlängerung benutzen, nicht mit dem Seil danach schlagen, sondern wirst sie wirklich mit der Hand läuten. Okay, gut. Aber um mit der Hand an die Glocke zu kommen und die zu läuten und dann das Experiment zu gewinnen, darf ich alles benutzen, was ich hier drin finde? Ganz genau. Alles? Alles. Dann gehe ich mal auf die Suche. Ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem riesen blauen Ding da an. Das können wir gerne versuchen. Ich denke, das werden wir nicht vom Fleck. Ist das schwer, oder was? Bei 3? Boah, nee, ey, die Dinger sind viel zu schwer. Oh. Nee. Das geht nicht. Ja, aber was soll ich denn dann nehmen? Diese ganzen großen Geräte sind ja alle fest verschraubt und festgezurrt. Dann der Kasten da vielleicht. 1, 2, 3. Ja, easy. Das ist doch schon mal gut. Da hinten ist noch mehr Kasten. Vielleicht ist ja Stapeln die Lösung. Aber es ist echt hoch jetzt. Oh Mann, ey. Stabil ist was anderes, ne? Aber es ist schön hoch. Hoch ist es. Alter, fuck. Oh, ey, ich trau mich eigentlich gar nicht, mich hinzustellen. Keine Chance. Boah, das kannst du vergessen. Dann müssen wir was anderes probieren. Guck dir das mal an. Ja, ist ziemlich wackelig gewesen gerade. Das ist zu gefährlich. Ich meine, man kann es mega hochbauen, aber das hat ja keinen Zweck. Oh Mann, ey, das ist ja auch hoch. Naja, es gibt ja genug Geräte. Ich guck mich einfach noch mal um, ja? Schau dich um. Bis gleich. Warte mal. Wenn ich nämlich nicht hochklettern kann, dann fliege ich einfach rauf zur Glocke. Mit einem Sprungbrett geht das bestimmt. Sieht das aus wie eine gute Idee? Da hat uns aber schon noch ein bisschen gefehlt. Ja. Klugscheißer.
fehlt schon noch ein bisschen, Tobi. Ich weiß. Aber das Sprungbrett federt halt einfach zu wenig. Ja, was können wir noch machen? Irgendwas nehmen, was mehr federt. Ein Trampolin. Das ist perfekt für den Absprung. Mal gucken, ob es klappt. Flugbahn ist dann dahin? Ja, also es sind natürlich immer noch 5 Meter. Trampolin federt natürlich richtig gut, das ist klar, aber... Ich probiere es einfach aus. Ja, das war besser, aber da fehlt immer noch ein ganzer Meter, glaube ich. Mindestens. Ey, keine Chance. Ich bin so fest da reingesprungen, wie ich konnte. So hoch komme ich niemals. Ich glaube, das kann nicht mal einer, der wirklich richtig gut turnt. Wir können es ja mal ausprobieren. Hast du jemanden da? Ich habe jemanden da. Danny, komm doch mal rüber. Ich habe eine Aufgabe für dich. Servus, Tobi. Servus, Daniel. Hallo, Daniel, freut mich. Ja, du, Tobi muss da oben die Glocke läuten. Okay. Meint aber nicht, dass das klappen kann. Du würdest das mal probieren für uns. Kann ich machen. Mach mal. Los geht's. Ja, alles klar. Ja, bis gleich. Das war krass knapp. Ey, so viel hat gefehlt. Nicht schlecht. Aber ganz reingekommen bist du auch nicht, ne? Leider nicht, sorry. Bist aber voll abgesprungen. Ja, schon. Dann geht das so einfach nicht. Ja, dann brauchen wir eine andere Lösung. Was so Regeln angeht, ne? Du hast gesagt, alles, was in der Halle ist. Ja. Aber ihr seid ja auch in der Halle, also darf ich euch auch benutzen, oder nicht? Du darfst uns benutzen. Das geht, ja? Geht. Ihr seid doch zwei wirklich starke, gut trainierte Jungs, so, ne? Ja. Wie ist denn, wenn wir uns alle drei gegenseitig Räuberleiter geben und ich ganz oben bin? Das probieren wir aus. Weil drei Jungs übereinander, das könnte doch klappen. So, und du oben drauf. Ja, Danny, was ist, wenn ich dir hier in die Hüfte gehe? Versuch's. 1, 2, 3. Gut, also so richtig gut geklappt hat das jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das was wird. Aber es ist auch sau schwierig, wenn du alleine unten stehst. Klar, wackeln wir dann hin und her. Die Höhe würde vielleicht reichen, aber es wird einfach zu instabil. Also mehr noch als mit den Kästen vorhin. Das ist einfach viel zu viel Last für mich. Ja, extrem. Aber wie kriegen wir das denn bitte irgendwie stabil und fest hin? Ja, also mit den Kästen waren wir ja eigentlich schon nah dran. Vielleicht holen wir uns da noch mal ein paar und schauen irgendwie, dass man das anders aufbauen, sodass nicht ein Kasten das ganze Gewicht tragen muss, sondern dass man das irgendwie stabiler hinbekommt. Holen wir ein paar Kästen und probieren einfach aus. Mach mal. Ja. Das Problem war ja, dass die Kästen vorhin zu wackelig waren. Ich muss sie also irgendwie stabiler stapeln. So, es sieht auf jeden Fall schon mal viel stabiler aus. Mal gucken. Dann geh doch noch mal hoch. Ja, viel stabiler. Super. Aber reicht noch lang nicht. Aber die Idee ist schon mal perfekt. Ich habe ja jetzt den oberen Kasten auf eine breitere Basis, nämlich drei Kästen unten drunter gestellt. Aber die Höhe reicht noch nicht. Wir nehmen also unten einfach einen Kasten weg und bauen weiter in die Höhe. Sehr gut. Fühlt sich aber immer noch recht stabil an, das Ding hier. Ja, dann Tobi, rauf mit dir. Spring mal. Es ist doch sehr wackelig. Richtig hüpfen kann ich hier nicht. Es ist super, super wackelig hier. Aber ich komme nicht ran. Es ist super knapp da oben, aber die Konstruktion ist auf jeden Fall stabil. Wieso ist denn das jetzt so? Wieso funktioniert das so viel besser? Ja, das liegt an einem Gesetz der Statik, einem Teilbereich der Physik. Und dieses Gesetz sagt, dass je breiter die Grundfläche eines Körpers ist, desto besser verteilt sich das Gewicht da drauf. Und das wussten sogar schon die alten Ägypter. Deswegen haben sie ihre Pyramiden in dieser Form erbaut. Klar, stimmt. Wo alles nach oben spitz zuläuft, so gebaut ist und die ganzen schweren Steine ihr Gewicht auf eine große Grundfläche verteilen. Ganz genau. Und nicht auf einen einzelnen kleinen Punkt. Deswegen stehen die seit 3000 Jahren und immer noch fallen nicht unverändert. Um. Das heißt, mit der Technik hier würde es ja easy funktionieren. Aber glaube ich auch nicht, indem ich irgendwelche Sachen einfach nur oben drauf lege, Matten und so, dann wird es doch wieder wackelig und instabil. Aber wenn ich mehr Kastenteile finde und das Ding hier in dem Modell einfach weiter ausbaue, dann kann ich hochkommen. Ganz genau. Dann gehe ich einfach noch mal auf die Suche nach noch mehr von den Kästen und bin gleich zurück. Aha. Es kann jetzt nicht sein, dass es keine Kästen mehr gibt. Das ist eine Turnhalle. Wir haben echt alle Kästen verbraucht, ne? So ein Mist.
Also wir haben tatsächlich alle Kästen hier verbaut. Was machen wir jetzt? Ja, die Frage ist, was machst du jetzt? Das ist ja dein Checkexperiment. Warte mal. Wir haben doch vorhin schon mal zu dritt versucht, einen Menschenturm zu bauen. Das ist ja gewaltig schief gegangen. Genau, hat alles nicht funktioniert. Aber hier sind ja noch 1000 Leute. Und wenn wir einfach das Prinzip auf uns Menschen übertragen, hier sind alles kräftige Turner, so, wir bauen eine Pyramide aus Menschen, ich kletter ganz nach oben und bimmel. Weil Leute sind genug da. Das probier mal. Anni, hast du ein bisschen Zeit für uns? Ja. Hast du? Magst du uns kurz helfen? Das wäre super. Starke Turner gibt's hier wirklich genug. Jetzt muss ich nur noch aus denen eine Pyramide bauen. Okay. Vanessa, wir brauchen noch jemanden. Bist du bereit, uns kurz zu helfen? Klar, natürlich. Ja, dauert noch ein paar Minuten. Super. Ja. Sehr gut. Dann komm noch mitten mit uns. Aber ob wir zusammen wirklich bis zur Glocke hochkommen? Oh Gott. Wir sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Leute. Wir haben ja gelernt, wenn eine große Grundfläche da ist, dann steht das Ganze schon mal stabil und das Gewicht von oben drüber verteilt sich wunderbar nach unten. Und jeder trägt ein bisschen weniger. Also würde ich vorschlagen, 4 Leute gehen nach unten, darauf nochmal 3 und ganz nach oben nur ich alleine. Weil nur ich muss ja da oben dran kommen. Aber das Gewicht verteilt sich dann wunderbar über mehrere Schultern bis nach unten. Und das Ganze ist trotzdem stabil, weil große Grundfläche. Und weil unsere Menschenpyramide ganz schön hoch wird, sichern wir alles mit Matten. Es soll sich ja niemand verletzen. Seid ihr bereit? Ja. Dann würde ich sagen, starten wir hiermit das Checkexperiment. Los geht's. Kann ich hier noch halten? Easy, oder? Steht ihr alle? Ja. Ich nehme dich als Aufstieg. Ja. Opa. Hallo. Irgendwer rutscht gleich runter. Ja. Entschuldigung. Frisuren. Ich hab's gleich. Okay. So, ich komme wieder runter. Woppa! Geschafft. Oh, wunderbar. Sehr gut. Geht's noch bei euch? Ja. Vielen Dank. War fantastisch. Bene. Spitze, Tobi. Vielen Dank, hat geklappt. Checkexperiment gelungen. Und ihr macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.